Herr Lehrich, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Und wir bleiben tatsächlich, meine Damen und Herren, noch ein bisschen beim Thema Smart Cities, wechseln aber die Perspektive. Wir gehen weg von diesem technologischen Aspekt hin zu einer politischen Frage und der Frage, ob denn die Förderung von Smart Cities ein politisches Update braucht. Dieses Bühnengespräch wird für Sie moderiert von Michael Pfefferle, dem Bereichsleiter Smart City und Smart Region beim Bitkom. Hallo und herzlich willkommen an Tag 3 hier auf der Smart Country Convention. Schön, dass Sie und dass ihr alle hier seid. Ja, 3 Jahre ist es her. Vor 3 Jahren rief mich eine Redaktionsleiterin an aus einer überregionalen Tageszeitung. Sie hatte eigentlich eine sehr einfache Frage an mich. Wie viele Förderprogramme der Europäischen Union, des Bundes und der Länder gibt es für die Digitalisierungsförderung in Deutschland? Eine sehr einfache Frage, eine sehr komplizierte Antwort. Einige Monate später, ich war bei einer Veranstaltung, erfuhr ich eher durch Zufall im persönlichen Gespräch wiederum mit der Redaktion, dass aus diesem Artikel nie etwas geworden ist. Begründung: Es war zu umständlich, zu umfangreich und schlicht und ergreifend nicht wirklich abbildbar. Diese Erfahrung steht für mich sehr stellvertretend dafür, was viele Kommunen an Erfahrung machen, wenn sie mit Förderprogrammen zu tun haben. Sie gelten nach wie vor als kompliziert, undurchschaubar und häufig auch als ineffizient. Das bedeutet für mich vor allem, wir müssen die Frage stellen, was geht eigentlich mit unserem Smart City Förderprogramm? Was sagt das über die Digitalisierungsförderung in Deutschland? Und weitergedacht, brauchen wir ein politisches Update für die Smart City Förderung? Diese Fragen, die möchte ich diskutieren mit meinen folgenden 3 Gästen. Und damit herzlichen Applaus für Sandra Weser, Patrick Burkhardt, Sabine Kriebsch und Dietmar Horn. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen, dass das noch so geklappt hat. Zu dieser Stunde auf der Smart Country Convention. Nach 3 Tagen steht natürlich nochmal dieses Thema im Raum, Smart City Förderprogramm. Wir haben viel gesehen, viel Technik, viel erfahren über Modellkommunen. Und jetzt wird es nochmal Zeit, ein Stück weit zu reflektieren. Wie sieht es eigentlich aus mit der Smart City Förderung bei uns? Bevor wir anfangen, Frau Weser, möchte ich Sie nochmal kurz vorstellen und sowieso all meine Panelistinnen und Panelisten. Frau Weser, schön, dass Sie da sind. Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Wenn also jemand im Deutschen Bundestag sich für diese Kommunen einsetzt, dann sind Sie das. Und umso mehr freue ich mich, dass Sie da sind. Herr Burkhardt ist eingeflogen oder eingefahren. Ich weiß es nicht, wie Sie überhaupt zu uns gekommen sind, aber Sie sind heute schon auf dem 2. Panel. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hessen ist in diesem Jahr sehr präsent auf der Smart Country Convention. Sie sind CIO des Landes Hessen. Schön, dass Sie da sind. Und aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sabine Kriebsch, selbst CDO des Landkreises. Und bei uns heute Dietmar Horn, er ist Abteilungsleiter für Stadtentwicklung und Raumordnung im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Eine tolle Runde, Bund, Land und Kommunen sind vertreten. Ich würde sagen, lassen Sie uns beginnen. Frau Weser, die Koalition hat sich ja sehr viel vorgenommen für die Stadt- und Regionalentwicklung. Smart City-Förderung, das kommt auch im Koalitionsvertrag vor, in der Smart City-Strategie. Einmal ganz offen gefragt, was haben Sie sich vorgenommen für diese 4 Jahre eigentlich? Ich habe Sie ja gerade schon gefragt, wie viel Zeit habe ich. Also wir haben uns sehr viel vorgenommen. Gerade im Bereich Smart City haben wir ja bereits in der letzten Legislaturperiode den Start gehabt. Allerdings muss man sagen, es ist ein Stück weit auch unkoordiniert. Man hat jetzt erstmal angefangen. Es ist so von oben Geld in die Kommunen reingegeben worden. Dann hat man mal angefangen. Und ich glaube, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, man macht jetzt keine Spiele mehr oder versucht einfach mal, sondern wir müssen schon strategisch vorgehen und wir müssen sehen, dass wir eine gewisse Ordnung reinbekommen, das Ziel, was ist eigentlich eine smarte Stadt, noch mal ganz klar definieren und dann, weil es eben so vielschichtig ist in ganz, ganz vielen, also es geht hier um Infrastruktur, es geht aber auch um Entwicklung etc. etc. Und da müssen wir eben dann auch stufenmäßig verschiedene Zwischenziele uns stecken und dann eine Struktur entwickeln, wie wir es auch entsprechend nachhalten können. Deswegen, um es jetzt noch mal auf den Punkt zu bringen, also A, ein Stufenmodell für Smart City. Und das zweite ist ein vernünftiges Controlling, um eben auch die Erfolge nachhalten zu können bzw. nachsteuern zu können.
Ja, herzlichen Dank. Da sind schon sehr viele Begriffe gefallen, über die wir heute sprechen werden. Stufenplan, Controlling, Förderung. Herr Burkhardt, in Hessen, die Smart-City-Förderung ist dort mittlerweile auch bekannt. Förderprogramm einmal für uns, um Sie uns abholen. Welche Förderstrategien verfolgt das Land? Ja, zunächst erstmal ist uns wichtig, dass wir alle mitnehmen. Also Smart City ist keine Frage der Größe einer Kommune, sondern eine Frage des Wollens. Und deswegen war es uns sehr wichtig, zum einen Projekte gezielt zu fördern, die aber auch gleichzeitig für andere Kommunen dann zur Verfügung stehen und adaptiert werden können. Wir haben in unserem Ministerium eine Geschäftsstelle Smart Region ins Leben gerufen, wo wir sagen, wir wollen, dass die Dinge, die es gibt schon sehr viel. Wir haben mit Darmstadt, Bad Hersfeld, Kassel und einigen anderen, Künzell, einige Kommunen, die schon sehr lange bei dem Thema dabei sind. Wir wollen, dass wir diese Dinge, die es gibt, sammeln und anderen Kommunen zur Verfügung stellen. Und für uns ist es tatsächlich wichtig, es ist völlig egal, wie groß eine Kommune ist. Jeder hat irgendwo einen Angriffspunkt zum Thema Digitalisierung der Kommune im Rathaus, aber auch außerhalb des Rathauses. Und deswegen ist es uns wichtig, da beratend zur Seite zu stehen, weil natürlich kleinere Kommunen eher Hilfe brauchen als größere Kommunen. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir da an die Fläche kommen. Und es gelingt uns ganz gut. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir wegkommen ein Stück weit von dem Begriff Smart City, weil das suggeriert natürlich, City ist groß, City ist urbaner Raum, aber auch der ländliche Raum. Deswegen reden wir sehr viel von Smart Region, weil wir die Region denken wollen. Landkreise haben wir hier anwesend, wir haben uns auch Landkreise, die auf den Weg gemacht haben. Wir haben den Schwalm-Eder-Kreis heute auch mit dabei, die mal zeigen können, was kann man als Landkreis tun. Deswegen ist die Region für uns ein ganz wichtiger Anhaltspunkt und die City natürlich auch, aber zusätzlich auch die Region. Region haben Sie angesprochen, ich bin froh, dass dieses Stichwort fällt. Sabine, du bist aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Es gibt viele Landkreise in Deutschland, wir alle hier sind nicht mit jedem Landkreis vertraut. Möchtest du einmal ganz kurz uns abholen und aufzeigen, an welchen Digitalisierungsprojekten arbeitet ihr derzeit? Was beschäftigt euch? Ja, unser aktuelles Digitalisierungsprojekt ist natürlich der Wiederaufbau nach dem letzten Jahr, aber die Frage ist natürlich auch, wir hatten eine Digitalstrategie begonnen, das heißt, wir hatten uns hier auch die Zeit genommen, ein ganzes Jahr lang in der Konsultationsphase mit unseren Anspruchsgruppen zu sein und hier kamen etliche kleine Ideen, hier kam auch viel von den Hochschulen auf uns also zu uns als Landkreis und im Endeffekt ist das Digitalisierungsprojekt, an dem wir arbeiten, ein Projekt, in dem wir uns mit der Uni Magdeburg und mit dem Wirtschaftsministerium zusammengeschlossen haben und hier einen Datenhub bauen und zwar für ganz verschiedene Anwendungen und das als Experimentierplattform und sozusagen um hier Lust zu machen für die Bevölkerung natürlich, aber auch für die Wirtschaft mit uns zu arbeiten, mit den offenen Verwaltungsdaten zu arbeiten, eigene Daten einzufügen und dann eben Dinge auszuprobieren. Dinge auszuprobieren. Seid ihr denn selbst eigentlich ein Landkreis, der groß gefördert wird vom Bundesland oder vom Bund? Aktuell noch nicht. Auch nicht. Kann ja noch werden. Vielleicht gibt es noch weitere Ausschreibungen. Herzlichen Dank. Herr Horn, Sie vertreten hier das Bundesbauministerium, wie es häufig abgekürzt wird. Sehr bekannt mittlerweile sind die Modellprojekte Smart City. Was hat sich das Ministerium, aber auch die Regierung mit diesem Förderprogramm vorgenommen? Ja, wir wollen schauen, welche Möglichkeiten Digitalisierung bietet, um Stadtentwicklung noch besser zu machen, voranzutreiben. Wir haben in der Stadtentwicklung bestimmte Ziele, die sind auch auf europäischer Ebene entsprechend normiert. Es geht um gemeinwohlorientierte Städte, es geht um die produktive Stadt, es geht natürlich um die nachhaltige Stadt. Wir können diese Begriffe nachher auch noch weiter ausdifferenzieren, aber im Kern ist die Frage, was kann Digitalisierung dazu beitragen, dass Städte nachhaltiger werden? Was kann Digitalisierung dazu beitragen, dass sie gemeinwohlorientierter werden oder eben produktiver? Das ist der Ansatz gewesen, der Ausgangspunkt für unser Modellvorhaben Smart Cities, zu schauen, wo kann uns Digitalisierung helfen, dass die Dinge leichter werden, dass sie besser werden, dass sie effizienter werden und dem gehen wir jetzt in diesem Modellprojekt gemeinsam mit den Kommunen nach. Wo stehen denn gerade die Modellprojekte Smart City? Einmal ein Status-Update für uns. Ja, die Modellprojekte haben, wollen wir mal sagen, unterschiedliche Stände. Das liegt daran, dass die auch nicht alle gleichzeitig ins Rennen gegangen sind. Wir haben insgesamt drei Staffeln, drei Tranchen. Die erste ist gestartet Anfang 2020. Dann gab es eine Mitte 2020 und eine, die wir im Juni 2021 auf den Weg gebracht haben. Und entsprechend gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Stände. Die Mehrheit der Kommunen befindet sich tatsächlich noch in der Phase 1, der sogenannten Strategiephase. Wir haben, glaube ich, 15 Kommunen, die jetzt auch schon in der Umsetzungsphase sind. Aber die Mehrheit befindet sich noch in der Strategiephase. Dafür gibt es auch Gründe.
Es müssen sich erstmal Teams bilden, es müssen Menschen eingestellt werden. So eine Kommunalverwaltung hat ja nicht mal eben 5, 6 Digitalexperten in Reserve. Wir reden über Kommunen, Herr Burkhardt hat es gerade gesagt, auch über kleinere Kommunen, bei denen der Haushalt auf Kante genäht ist. Das heißt, sie müssen diese Experten erstmal finden, sie müssen ausschreiben, dann muss man sich über Ziele, über Verfahren, Instrumente einigen. Also bei der Mehrheit läuft die Strategiephase, kann ich auch noch ausführen. Einige sind in der Umsetzungsphase, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir mit den Modellvorhaben, die wir haben, auch die Erkenntnisse, auch die Ergebnisse zusammentragen werden, die dann tatsächlich in der Praxis auch helfen. Thema Strategiephase. Sie haben gesagt, wir haben unterschiedliche Phasen. Die Großteil befinden sich noch in der Strategie. Nochmal für mich so die Frage, welche Bedarfe identifizieren Sie eigentlich in diesem Förderprojekt? Also das Förderprojekt wurde ja aufgesetzt mit diesem Ziel, Deutschland, deutsche Kommunen sollen digitaler werden. Aber was war wirklich der Bedarf? War der Bedarf Technik-Know-how? War der Bedarf mehr Know-how zu Prozessen, zum Aufbau von Ämtern mit digitalen Strukturen? Was war oder ist eigentlich gewünscht von den Kommunen? Ja, der Bedarf liegt darin, dass sicherlich viele Kommunen ahnen, wissen, auch schon Berührung hatten mit Digitalisierung und wissen, da sind Potenziale, die können wir nutzen. Die können wir erstens nutzen zur Verwaltungsmodernisierung, aber die können wir eben auch nutzen, um bestimmte Angebote, die unsere Stadt macht, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu vereinfachen, zu verschlanken, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja kein Selbstzweck. Man weiß das, man ahnt das, man kennt Teilbereiche, aber sehr, sehr viele Städte haben noch nicht das Know-how. Das hängt eben, deshalb habe ich damit auch begonnen, sehr, sehr stark dann auch wieder mit Personal zusammen. Das heißt ganz simpel, wir stellen erstmal Geld zur Verfügung, dass Kommunen überhaupt Personal einstellen können, die dann schauen können, was gibt es. Und das sind ja dann auch Prozesse. Sie müssen das gegenüber einem Stadtrat oder einer Stadtverordnetenversammlung dann im Grunde genommen erstmal alles erklären. Das Ziel ist ja, dass nicht nach 5 oder 6 oder 7 Jahren die Prozesse abbrechen, sondern dass dann so viel Wissen und so viel Know-how in der Stadt ist, dass die Stadt von sich aus sagt, das ist gut, das überzeugt uns, das ist gut für die Menschen hier in der Stadt, das machen wir weiter. Und diesen Bedarf, die Anschubfinanzierung an Personen, aber dann auch das Vermitteln von Know-how, wir haben ja in dem Modellprojekt auch eine Transferstelle, also auch das Unterstützen mit Ideen, mit Know-how, wie macht man das? Diese beiden Dinge gezielt an die Kommunen heranzubringen, ich glaube, das ist schon Mehrwert. Jedenfalls wird uns das gespiegelt. Ja, herzlichen Dank. Bereits vor einigen Jahren, Frau Weser, hat die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt, damals noch nicht selbst in der Regierung. Und zwar wurde ein Smart City-Stufenplan geäußert bzw. gefordert. Ist das das, was heutzutage die Modellprojekte Smart City sind? Nein, also es ist im Prinzip der politische Auftrag, den wir uns in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben haben. Also dieser Antrag, diese Idee hat tatsächlich die Unterstützung bei den Koalitionsverhandlungen gefunden. Und der Ansatz ist ja im Prinzip richtig, aber ich glaube, wir sind da noch zu schwammig. Also es fehlen halt einfach zum einen, was ich eben schon gesagt habe, die tatsächlichen Definitionen. Was möchte ich mit dieser digitalen Stadt? Und am Ende muss es ja dann auch nicht nur für die Kommune gut sein, sondern es muss ein Modell sein, was dann anwendbar ist in ganz Deutschland, bestenfalls in ganz Europa. Und insofern brauche ich auch eine gewisse Synchronisierung. Ich brauche gleiche Standards überall, um es eben ausrollen zu können. Und Sie haben eben so ein bisschen auch nach den Problemen gefragt. Ich glaube, gerade auch jetzt nach der Corona-Phase haben wir noch mal ganz bitter gemerkt, dass wir ein massives Fachkräfteproblem haben, verstärkt durch Corona, weil sich da auch noch mal Verschiebungen abgespielt haben bei vielen Branchen und dass auch der öffentliche Dienst massiv Probleme hat, IT-Leute anzuwerben. Das hängt auch mit Bezahlsystemen zusammen etc. Und insofern brauchen wir natürlich jetzt nicht nur dieses ganze Thema Smart City, sondern wir brauchen auch ein attraktives Einwanderungsrecht, wo wir ja auch dran sind als Koalition. Also wir müssen einfach sehen, dass wir eben auch für Zuwanderung aus dem Ausland im Bereich IT attraktiver werden. Und ja, wir brauchen ein Stück weit auch den Plan, den Masterplan, wie ich es ausrollen kann und dass ich es dann tatsächlich auch stufenweise den Rollout machen kann, dass andere Kommunen von den Erkenntnissen profitieren. Also es soll eine Win-Win-Situation sein. Und ja, also ich denke mal, wir müssen jetzt auch Gas geben. Wir hatten aktuell, hat ja jeder lesen können, auch andere Probleme. Aber am Ende des Tages sehe ich es schon auch als Aufgabe, als Ausschussvorsitzende, diese Themen jetzt weiter voranzutreiben, dass wir wirklich dann in den nächsten Monaten uns hinsetzen und uns überlegen, wie können wir eben diesen Stufenplan entwickeln.
Sabine, jetzt hast du gehört, Stufenplan, Einwanderungsfachkräftegesetz etc. Jetzt mal auf dich gemünzt, ja, wirklich in deinem täglichen Doing. Würde dir das alles helfen? Was brauchst du für deinen Landkreis? Ja, also wir brauchen Fachkräfte natürlich. Die Frage ist, wie kommen wir an unsere Hochschulen? Wie kriegen wir unsere Hochschulen dahin, gerade insbesondere auch die Hochschule für angewandte Wissenschaften, dort uns das Personal gegebenenfalls auch, ich will nicht sagen schlüsselfertig bereitzustellen, aber schon so, dass man mit der Kommune direkt anfangen kann. Das ist natürlich bedeutet, dass wir adaptieren müssen, dass wir Themen adaptieren müssen, dass wir Menschen in die Verwaltung bringen und dass wir Menschen vor allem auch für die Themen der Verwaltung, der öffentlichen Verwaltung interessieren. Und das ist natürlich, führt das über diesen Hebel, die Use Cases der Verwaltung zu definieren, darüber zu reden und dann die natürlich auch nach außen zu bringen und zu sagen, ihr arbeitet jetzt nicht in der IT der IT wegen, sondern für die Zivilgesellschaft. Und das ist das eben die Kommune, die dann der erste Kontakt zum Bürger ist, um diese Themen dann eben nahe zu bringen. Weil im Endeffekt, wir müssen uns vergegenwärtigen, Smart City, Smart Region, wir gestalten unser Umfeld. Ja, gerne. Ich würde es gerne mit einem Satz auch noch ergänzen, weil wir haben nicht nur das Problem Fachkräfte, sondern wir haben tatsächlich in den Kommunen auch einen massiven Stau, was die digitale Entwicklung angeht. Ja, und insofern muss da auch wirklich Druck auf die Pipeline, weil ich kann keine Smart City kreieren, wenn ich selber nicht digital bin. Mhm. Und man muss fairerweise sagen, dass gerade so auf kommunaler Ebene, aber es zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch, diese Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung noch viel, viel Weg vor sich hat. Und da würde ich jetzt auch mir wünschen, dass da mehr Druck kommt. Ich meine, wir machen Druck, aber es ist auch noch ein Prozess. Mhm. Ja. Herr Burkhardt, Druck ist angesprochen auf der Pipeline. Erleben Sie den auch so in Ihren Kommunen? Ja, mit Druck erreicht man gar nichts bei den Kommunen, aus eigener Erfahrung, weil die Kommunen sehr selbstbewusst sind und ich glaube, das nutzt gerade gar nichts. Ich glaube auch, die Verbindung, eine digitale Verwaltung ist auch gleichzeitig besser bei der Smart City, das würde ich auch so nicht sagen. Ich kenne einige Kommunen, die sind im Smart City-Bereich sehr weit unterwegs, haben aber bei der Verwaltung, ich will nicht sagen, dass die Schreibmaschine noch auf dem Tisch steht, aber zumindest deutlich hinten dran zu dem, was man eigentlich glaubt, wenn man da hinkommt. Und ich möchte auch eine Lanze brechen für die Verwaltung, die ist deutlich digitaler, als man manchmal meint. Von daher würde ich das nicht in Verbindung setzen. Wir sind ja gerade im Planungsrat am diskutieren, wie kriegen wir die Verwaltung noch digitaler hin. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, Anreize zu setzen. Das ist, glaube ich, wichtig, gute Anreize zu setzen. Ich finde auch, das Finanzieren von Personal ist ein Punkt, was ja bei Förderprogrammen eigentlich in der Regel nicht der Punkt ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Rückmeldung kriegen wir aus unseren Förderprogrammen, da wo Personal eingestellt werden kann, tatsächlich eingestellt, nicht finanziert, sondern eingestellt werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss es häufiger geben. Und das ist in dem Programm hier der Fall. Das zeigt auch, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite muss man gucken, muss man alles einstellen. Man kann auch das Know-how von außen holen. Wir haben mit unserer Digitalstadt Darmstadt viel Know-how von außen reingeholt, gerade was das Thema Datenplattform angeht. Das muss kein Mitarbeiter in der Verwaltung machen. Das können wir auch von extern machen. Das heißt, man muss eine gute Mischung finden und das eine oder das andere schließt das nicht aus. Und zu pauschalieren würde ich da auch nicht unbedingt wollen. Sie haben vor einigen Jahren die Geschäftsstelle Smarte Region gegründet. Werden diese Aufgaben dann dort ein Stück weit gebündelt oder wahrgenommen? Oder was genau ist die Funktion der Geschäftsstelle? Also die Aufgaben werden sehr massiv wahrgenommen. Wir hatten gerade einen Smart City Kongress gehabt, Ende September in Kassel. Da waren über 700 Teilnehmer aus 400 Kommunen. Also es ist sehr viel unterwegs gewesen. Das zeigt, das Thema ist auf der Agenda. Und es hat tatsächlich funktioniert, erstmal engagierte Leute zu haben, die da richtig Lust auf das Thema haben. Die haben wir. Mhm. Wir sind ansprechbar für die Kommunen, auch mal vorzufühlen, auch mal eine vermeintlich neutrale Stelle mal auch anzusprechen, zu sagen, was steckt denn eigentlich dahinter, was muss ich denn mitbringen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Fördermöglichkeiten, was gibt es für Beispiele, die ich mir anschauen kann, und das führen wir dort zusammen und es funktioniert sehr, sehr gut und wir haben da ein Stück weit den Nerv getroffen, muss man sagen, und wir auch mit dem Bund gemeinsam auch einige Förderprojekte bei uns im Land dann auch unterstützen, über die Doppelstrukturen reden wir gleich auch nochmal, aber die Frage, wie können wir da auch gemeinsam ein Stück weit effektiver werden, sollten wir auch diskutieren, das funktioniert aber sehr gut, also es ist absolut ein Thema bei den Kommunen und ich kann auch jedes Land gerne einladen, mal zu schauen, wie das bei uns funktioniert. Das gestaltet sich sehr, sehr positiv. Sie haben gesagt, Sie haben den Nerv getroffen mit einer Geschäftsstelle, die für Austausch bereitsteht, Kongresse organisiert und so weiter. Herr Horn, die KTS, die Koordinierungs- und Transferstelle des Bundes, wurde jetzt gegründet. Wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip. Wie steht es um dieses Vorhaben der Bundesregierung? Ja, das ist tatsächlich ein ähnliches Prinzip, wie es Herr Burkhardt gerade vorgestellt hat, für Smart Regions. Transferstelle des Bundes hat die Aufgabe, das Wissen, was wir in einer Kommune möglicherweise dann
generieren, wie das so schön neudeutsch heißt, zu transferieren an viele oder zu teilen. Also es geht wirklich darum, dass wir jetzt nicht für jede Modellkommune einzeln alles abklappern, alles einzeln prüfen, alles einzeln bezahlen, sondern dass sich die Kommunen, die ähnliche Aufgaben oder ähnliche Probleme identifiziert haben oder Herausforderungen, wie man neudeutsch sagt, dass die sich zusammentun und dann mit dem Know-how der Transferstelle schauen, was können Lösungen sein. Die Kommunen haben sich da auch schon zu Arbeitsgemeinschaften zusammengetan. Es gibt mittlerweile 7 Arbeitsgemeinschaften, die sich bestimmten Problemstellungen oder spezifischen Aufgaben gemeinsam widmen. Und die Lösungen werden dort schon so erarbeitet, dass es innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaften für alle übertragbar ist. Und das Ziel ist natürlich, dass man dadurch, dass man da gemeinsam rangeht, dann Lösungen erarbeitet, die über diese Arbeitsgemeinschaft hinaus auch für andere Kommunen übertragbar sind. Das heißt, wir erzielen mit dem Mitteleinsatz in einer Arbeitsgemeinschaft Mehrwert für viele Kommunen. Unser Ziel ist auch, dass er dann über die Community der Modellvorhaben hinaus nutzbar zu machen. Schon heute kann man sich an die Kompetenzstelle wenden, kann abfragen, wie macht ihr das? Aber dieser Wissenstransfer, so ähnlich wie Sie das beschrieben haben, das ist im Grunde genommen der Kern dieses Modellvorhabens. Es geht nicht nur darum, dass wir einzelne Kommunen befähigen wollen, sondern das Wissen, teilweise auch das Scheitern, was man in einzelnen Kommunen erlebt, nutzen, um zu gucken, wie kann man es machen, wie kann man es besser machen, wie kann man es anders machen. Die Übertragbarkeit der Lösungen, das ist das A und O dessen, was wir da erreichen wollen. Wenn ich Ihnen beiden zuhöre, das klingt ja alles sehr, sehr schön. Ich habe so das Gefühl, die Welt ist in Ordnung. Also wenn ich mich allerdings ein bisschen umhöre oder auch einfach nur Zeitung lese, kriege ich teilweise einen anderen Einblick als Außenstehender. Also ich will einfach mal hier ein paar Zitate aufnehmen. Der Tagesspiegel berichtet seit einem halben Jahr regelmäßig über die Transferstelle, aber auch über dieses Modellprojekt Smart City des Bundesbauministeriums. Hier heißt es unter anderem, Kritik der Kommunen nimmt zu, weil Richtlinien zu spät genannt werden. Es heißt auch, Gelder werden nicht wirklich abgerufen. 2022 voraussichtlich nur 20 von 83 Millionen Mitteln. Insgesamt erst 25 Millionen von 700 Millionen bewilligten Mitteln. Das heißt, oder so ist zumindest mein Eindruck, Herr Horn, so ganz rund läuft es da im Maschinenraum dieser Modellprojekte doch eigentlich noch nicht. Naja, man muss da schon auch Verständnis für die Kommunen haben. Also ich kann schon nachvollziehen, dass Kommunen in einer Zeit, in der sie erst durch Corona geplagt werden, in der sie jetzt Schwierigkeiten haben bei der Energiekrise, bei der Frage Rohstoffe, wir haben ja auch nicht nur im Bereich Energie, sondern auch bei der Frage Ressourcenkrisen, dass wir in der Frage, es geht mit den kommunalen Finanzhaushalten im Moment auch nicht gerade bergauf, dass die Kommunen in dem Moment vielleicht auch ein paar andere Sorgen haben, als die Frage, wie kriege ich diesen Antrag möglichst schnell so präzise ausgefüllt, dass alle Mittel fließen. Man kann das jetzt alles, wollen wir sagen, relativ negativ sehen, aber ich habe Verständnis für die Kommunen. Wir sagen, wenn das in der Anschubphase, wenn das zu Beginn etwas langsamer läuft, muss das kein Nachteil sein. Die Kommunen haben eine ganze Menge Pflichtaufgaben. Wir haben jetzt was Neues angeboten und wir haben Verständnis dafür, wenn das in der ersten Tranche noch nicht so schnell gelaufen ist. Wir stehen zur Verfügung zu helfen, wir stehen zur Verfügung, Fragen zu beantworten. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass dieses Modellvorhaben, wenn es erstmal Fahrt aufgenommen hat, auch relativ schnell dann zu einem guten Mittelabfluss führen wird. Frau Weser, Sabine Kriebsch, ihr beide als Außenstehende, wie nehmt ihr das wahr? Also mich würde eure Einschätzung dazu interessieren. Ich teile Ihre Einschätzung. Also ich, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal nach Estland, nach Großbritannien, nach Frankreich gucke, dann habe ich schon den Eindruck, dass bei uns nicht alles so super gut läuft, weil die können es besser. Ja, und dann muss ich mir schon überlegen, was ist da in den letzten Jahren anders gelaufen? Und wir müssen uns schon den Vorwurf hier in Deutschland gefallen lassen, dass wir in den letzten Jahren in der Digitalisierung nichts oder relativ wenig gemacht haben. Und ich teile da die Ansicht von Herrn Burkhardt überhaupt nicht. Also ich bin schon der Meinung, dass die Kommunen teilweise wirklich noch Nachholbedarf haben. Das wissen die auch und der Wille ist mit Sicherheit auch stark verbreitet. Aber da fehlt es halt, ich sage jetzt mal, auch so am Rüstzeug. Ja? Ich brauche die Leute, ich brauche die Software, die Hardware etc. Und dann nützt es aber nichts, dass ich vielleicht in A die Software habe und in B die andere, sondern ich muss ja irgendwo Schnittstellen kompatibel sein, dass ich eben auch diesen Gewinn, den ich aus den Erkenntnissen eines Projekts habe, teilen kann mit den anderen, weil es nützt mir nichts, wenn die das am Ende des Tages eben gar nicht verarbeiten können. Und ich glaube schon, dass wir da Ansatzpunkte haben, auch Verbesserungspotenzial. Und ich habe selber eine Smart City bei mir in meinem Wahlkreis, ich habe mir das diesen Sommer mal angeschaut, noch angehört und
Man ist da tatsächlich auch noch in der Strategiephase. Ja, Corona, alles klar, aber es ist auch extrem kompliziert, diese ganzen Vorgaben zu erfüllen. Und da müssen wir vielleicht auch noch mal kritisch drauf schauen, wenn die Kommunen, die ja wirklich teilweise gebeutelt sind mit zu wenig Personal etc. etc., um an die Gelder ranzukommen, wenn ich dann noch Externe für viel Geld beauftragen muss, um überhaupt so einen Antrag auszufüllen, dann kann das ja auch nicht passen. Ja? Also ich will jetzt nicht alles kaputt reden und ich bin generell auch ein großer Verfechter dafür, weil es ist eben der Weg auch in die Zukunft und den müssen wir auch ganz dringend gehen. Aber ich glaube schon, dass man noch mal kritisch draufschauen muss, was zu verbessern ist. Herr Burkhardt, Sie wurden direkt angesprochen. Ich würde einmal an Sie übergeben und dann an Sabine Griebsch. Ich muss die Steilvorlage jetzt, auch die beiden Steilvorlagen jetzt schon nochmal aufgreifen. Zum einen, ich habe nicht gesagt, dass die Kommunen bei der Digitalisierung weit sind. Ganz im Gegenteil, wir haben da große Probleme. Ich sehe nur den Zusammenhang nicht zwischen Smart City und digitaler Verwaltung. Der ist zwar eigentlich grundlogisch, aber es gibt viele Kommunen, die machen in Smart City viel und machen relativ wenig in der digitalen Verwaltung. Das gibt es durchaus sehr oft. Von daher, das war mein Einwand. Ich will jetzt den Bund nicht verteidigen, da bin ich jetzt auch nicht in der Rolle, aber ich weiß aus eigener Erfahrung mit unserem Programm, was wir aufgelegt haben mit der starken Heimat. Wenn Geld im Raum ist, heißt nicht, dass es abgerufen wird. Und ich bin auch kein Freund davon, das machen die Medien immer sehr gerne, wenn der Topf nicht weniger wird, da gibt es immer einen Grund, warum der nicht, weil Geld wollen sie alle haben. Es gibt aber Gründe, warum das so ist. Und wenn ich ein Programm neu entwickle und mit hohen Beträgen auf eine Kommune zugehe, muss die Kommune in der Regel einen Beitrag dazu leisten zu der Förderung, also mindestens mal 10%, teilweise auch mehr. Das muss im Haushalt drin sein, das muss verabschiedet werden. Das heißt, man hat allein schon in einer Kommune in der Regel ein halb, dreiviertel Jahr Vorlauf, um überhaupt sich Gedanken machen zu können, um sich zu bewerben bei so einem Programm, beziehungsweise Mittel abzurufen. Auch das gehört zur Wahrheit mit dazu und das muss man auch dann am Ende den Mittelgebern auch zugutehalten, wenn das nicht ganz so abläuft. Ich bin großer Verfechter davon, dann diese Mittel zu übertragen, weil die müssen in die Kommunen rein, das ist gar keine Frage. Die Frage haben wir auch gerade bei der OZG-Umsetzung. Die Konjunkturmittel, die rein theoretisch dieses Jahr auslaufen, die müssen übertragen werden ins kommende Jahr. Die werden alle abgerufen, die brauchen wir auch. Jetzt aber strikt zu sagen, gibt es nicht mehr, das darf bei Smart Region auch nicht passieren. Letzter Punkt, ich glaube, dass wir effektiv sein müssen. Den Kommunen ist es egal, wo das Geld herkommt. Und wenn es doppelt gefördert, wir haben bei uns Kommunen, jetzt Darmstadt zum Beispiel, die werden doppelt gefördert. Jetzt will der Bund eine Evaluation machen, wir machen eine Evaluation, wir evaluieren. Auch das ist für Kommunen nicht einfach. Ja, diese Prozesse durchlaufen, im Nachgang auch die Evaluation mitzumachen, dieses ganze Reporting, das Monitoring, alles Dinge, die aufhalten und dem Endziel, dem Ziel der Digitalisierung in der Kommune nicht helfen. Von daher würde ich mir wünschen, wenn wir mit dem Bund gemeinsam, gerade wenn wir so Doppelstrukturen haben, wurde ja gerade mehrfach gesagt, ähnlich wie in Hessen, das ist sehr ähnlich wie in Hessen, man könnte fast sagen abgeschrieben, aber müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht diese Doppelstrukturen dazu führen, dass es Probleme in den Kommunen gibt und am Ende die Digitalisierung langsamer wird. Da müssen wir nochmal mehr die Dinge übereinander legen. Genau, noch als kleine Antwort darauf, warum digitale Verwaltung und Smart Region nicht unbedingt zusammenpasst, liegt mitunter auch daran, dass man für diese internen Prozesse natürlich sein Haus betrachtet und für die Prozesse Smart Region, für die ganze Thematik dort natürlich Themen definiert. Also bei uns sind das beispielsweise demografischer Wandel, Gesundheit, Verkehr und Industrie. Also gerade mit Bitterfeld haben wir einen riesen Chemiepark mitten im Herzen quasi des Landkreises, was natürlich dazu führt, dass verschiedene Dienstleister auf einen zukommen und man alleine schon in der Abbildung der Themen und in der Unterstützung der Smart Region Projekte natürlich auch andere Dienstleister mitunter hat, die in Zusammenarbeit mit dem Haus oder in Zusammenarbeit untereinander ja durchaus sich im Wege stehen und was dann auch dazu führt, dass man keine durchgängige Digitalisierung im Haus hat, beziehungsweise auch mit anderen Landkreisen dann jetzt nicht wirklich in der Abstimmung ist. Also insofern begrüße ich absolut diese Stelle der Transferzentren, absolut, aber für uns kam es tatsächlich noch nicht zum Tragen. Aber das ist eben die Problematik, diese Dinge nicht so zu betrachten, dass man eben immer davon ausgeht, auf Datenebene eben zu wissen, dass ich auch in Zukunft und Verwaltungsleistungs- und Serviceübergreifend miteinander kommunizieren muss, sondern meist immer nur so die Use Cases für sich als geschlossene Systeme abgebildet werden. Danke dir. Wir haben in der Vorbereitung mal zusammen auch über ein Papier gesprochen vom Deutschen Städtetag und da ist ein Satz gefallen, der ist mir sehr hängen geblieben von dir. Nirgendwo ist es dunkler als am Fuße des Leuchtturms. Meine Frage ist, wir haben sehr viele Modellprojekte in Deutschland, gefühlt war jede deutsche Kommune irgendwann mal irgendwo ein Leuchtturm oder ein Modellprojekt oder eine smarte Kommune. Für dich übertragen, ist dieses Prinzip ja, der Förderung von Spitzenkommunen eigentlich langfristig tragbar?
Das mag sehr schön sein für diese Kommunen. Das Problem ist nur die Übertragbarkeit. Also gerade wenn Projekte mit sehr viel Geld gefördert werden, dann ist diese Hürde, dort anzuknüpfen, für gerade vielleicht auch für den ländlichen Bereich oder für die Kommunen, die eben nicht dort zum Zuge kamen, sehr hoch. Die Frage ist auch, wenn ich mir die Informationen dazu angucke, dann habe ich das Gefühl als Landkreis, dass ich da mehr oder weniger in der Hohlschuld bin. Also diese Information direkt zu bekommen und zu sagen, ihr könntet das auch tun, das vermisse ich tatsächlich noch. Die Frage ist, wie ich da hinkomme, dass wir selbst diese Leuchttürme, die ja vorhanden sind, auch nur so scheibchenweise für mich verwenden kann. Das wäre schon ganz toll, das wäre schon wirklich hilfreich. Aber so bis dato schaut man dann drauf und hofft, dass diese Leuchttürme nicht irgendwann umkippen, wenn das Geld alle ist, sondern dann weiter in einer nachhaltigen oder so nachgehalten werden und dann permanent genutzt werden. Herr Horn, es geht viel um die Nachhaltigkeit von Projekten, von Leuchttürmen, wie Sabine Kriebisch angesprochen hat. Man blickt nach vorne in diesem Programm, Modellprojekt des Smart City des Bundes. Wann rechnen Sie damit, dass Best Practices zur Verfügung gestellt werden können? Oder wann sollen vor allem auch die nicht geförderten Kommunen von diesem Projekt eigentlich profitieren? Ja, die nicht geförderten können sich auch jetzt schon an die KTS wenden. Das ist aber ganz gut, dass Sie fragen. Dann ist das hier auch nochmal Gelegenheit, das deutlich zu machen. Auch heute schon kann man sich an die KTS wenden. Und es gibt auch schon Informationen, es gibt auch schon Hilfestellungen. Die Frage, wann wir Ergebnisse weiterreichen können, hängt dann also weniger davon ab, dass die KTS das nicht machen wollte oder sollte. Ganz im Gegenteil, sie ist damit beauftragt, sondern die hängt davon ab, wann erste Ergebnisse vorliegen. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, es befinden sich, glaube ich, rund 15. Ich habe vor Beginn der Sitzung nochmal nachgeguckt, jetzt in der Umsetzungsphase. Und ich gehe davon aus, dass man schon aus dieser Umsetzungsphase heraus berichten wird. Also ich stelle mir das nicht so vor, dass die Informationen dann erst ausgereicht werden, wenn die letzte Modellkommune das Buch zugeschlagen hat und gesagt hat, jetzt ist das Vorhaben abgeschlossen, sondern dass wir im Grunde genommen sukzessive auch schon berichten, auch aus laufenden Vorhaben, weil ich ziemlich sicher bin, dass sich auch da schon Erkenntnisse ergeben. Ich habe ja gesagt, wir haben jetzt 7 Arbeitsgemeinschaften gegründet, in der haben sich Kommunen zusammengetan, große oder kleine, mit jeweils ähnlichen Problemlagen. Es wird schon hilfreich sein, überhaupt erstmal die Beschreibung der Problemlagen zu identifizieren. Da wird es dann Kommunen geben, die nicht in diesem Modellprojekt sind und die sagen, holla, so ein Problem haben wir auch oder so eine Aufgabenstellung oder da wollen wir auch ran. Das kann man heute schon alles organisieren. Da kann man sich schon an die KTS wenden. Die rückt das Ganze auch raus. Wir werden, ich glaube, in der nächsten Woche ist es soweit, dazu auch eine Plattform freischalten. Es haben bisher auch schon 5 Regionalkonferenzen stattgefunden, in der konnte jede Kommune teilnehmen, nicht nur die Modellvorhabenkommunen. Diese Regionalkonferenzen werden fortgesetzt. Ich glaube, im November ist die Regionalkonferenz Nord. Hier für Berlin-Brandenburg hatten wir die vor 2 Tagen. Also die Formate, wo wir vorhandenes Wissen oder jetzt zu generierendes Wissen auch über die Modellkommunen hinaus tragen, die sind vorhanden, die sind jetzt schon nutzbar, aber natürlich wächst, wollen wir mal sagen, der Output in dem Maße, in dem wir aus den Modellkommunen erste Ergebnisse bekommen. Das können positive Ergebnisse sein, indem man sagt, super, das haben wir hingekriegt, das geht so und so. Das können auch Ergebnisse sein, wo man sagt, dieser Weg hat in die Irre geführt. Auch das ist ja hilfreich, das muss man auch mal sagen. Ein Modellvorhaben ist nicht nur dann gut, wenn man hinterher einen Goldstern hat. Ein Modellvorhaben kann auch dann hilfreich sein, wenn man 100.000 oder mehr Kommunen davor bewahrt, diesen Weg zu gehen, weil er sich als irrig erwiesen hat. Und all das zu transferieren, ist heute schon möglich und wollen wir Stück für Stück dann noch erweitern und ausbauen über die KTS. Mhm. Schon in diesen 73 Modellkommunen gibt es ja ähnliche Ideen und Projekte. Also da haben Sie diese Arbeitsgemeinschaften auch angekündigt, aber ja auch in den ganzen Bundesländern. Ja? Also diese Idee von Modellprojekten, Kommunen, Leuchtturmen, die ist ja überhaupt nicht neu. Das startete vor 10 Jahren in Baden-Württemberg, in Hessen, in Bayern. Überall gibt es plötzlich digitale Modellregionen. Mal einen Schritt weiter gedacht, jetzt werden auch ähnliche Infrastrukturen aufgebaut. Das Land Hessen hat eine Best-Practice-Datenbank für Smart-City-Projekte. Im vergangenen Jahr wurde im Rahmen des Digitalgipfels ein Smart-City-Navigator aufgebaut. Es gibt den Smart-City-Kompass. Also es ist ja nicht so, dass es noch gar keine Datenbanken gibt, wo wir vielleicht Ideen finden, was so gut läuft in Deutschland. Herr Burkhardt und Herr Horn, wie erklären Sie das eigentlich, dass Bund und Länder hier ähnliche Infrastrukturen aufbauen, die jetzt parallel in Entwicklung sind?
Also ich sehe da erstmal keinen Nachteil drin und ich habe auch nicht den Anspruch erheben wollen, als sei der Bund der Erste und the one and only. Das ist nicht so. Es sind vor uns schon welche auf dem Weg gewesen. Länder, ich habe mich übrigens vorher nochmal rückversichert, wir sind mit Hessen im Gespräch. Das ist nicht so, dass wir nicht voneinander wissen, sondern die Mitarbeitenden reden miteinander. Da gibt es Dinge, die wir schon miteinander abgesprochen haben. Dann gibt es sicherlich noch Bereiche, wo sich das Ganze überschneidet. Aber das werden wir sicherlich auch auflösen. Es gibt andere Länder, mit denen wir gut im Gespräch sind. Ich kann zusätzlich noch zu den Ländern andere Akteure aufzählen. Gestern war eine Dame hier vom Deutschen Städtetag, die entsprechend auch Formate anbieten. Das muss kein Nachteil sein. Es ist ja deutlich geworden, dass wir vor einer großen Aufgabe stehen. Und deshalb ist es auch gut, wenn viele Akteure sich aus unterschiedlichen Richtungen auf den Weg machen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir die Dinge dann auch fluchtpunktartig aufeinander zulaufen lassen, dass wir miteinander reden. Das gilt für den Bund mit den Ländern, das gilt auch für den Bund mit dem Deutschen Städtetag, mit dem Städte- und Gemeindebund. Weil eins steht auch fest, Modellvorhaben laufen irgendwann aus, egal ob der Bund sie finanziert oder ob die Länder finanzieren. Am Ende muss stehen, dass die Kommunen so stark ertüchtigt sind, sowohl finanziell als auch mit Know-how, dass die Dinge, wenn die Modellprojekte auslaufen, auch weitergeführt werden können. Und ich glaube, das ist das Ziel, was uns eint. Und da müssen wir bei der Förderung auch gemeinsam darauf achten, dass die Kommunen hinterher auch alleine die Dinge weiter betreiben können. Sie gucken positiv in die Zukunft, Herr Burkhardt. Wie sehen Sie das? Nein, also ich habe jetzt bei beiden Mitarbeiterinnen gesehen, Daumen hoch. Also sagen wir, die Gespräche finden statt, das ist schon mal gut. Es wurde mir auch so signalisiert, das ist auch nur ein Punkt, wo man sich einfach austauschen muss. Ich glaube, wenn wir es schaffen, es zu ergänzen, dann ist das ein guter Punkt und ich glaube, dass es wichtig ist, wir können ja, also wir hören ja so ein bisschen an der Landesgrenze auf, das ist ja eigentlich auch nicht gerade clever, wenn ich an mein Gebiet denke, Mainz, Aschaffenburg, unten Mannheim, Heidelberg, da ist es natürlich länderübergreifend durchaus sinnvoll, sich auszutauschen und da kann der Bund natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Mir ist es nur wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie regulieren oder in so in die Kommunen reingehen, dass es am Ende komplizierter wird. Ich glaube, Smart City lebt am Ende natürlich ein Stück weit vom Geld, das ist richtig, aber viel, viel mehr vom Know-how und vom Austausch. Und wenn der Bund dann sozusagen diese übergreifende Rolle wahrnehmen kann, zu koordinieren und zu schauen, dass die Ideen nicht an Ländergrenzen hängen bleiben, sondern tatsächlich darüber hinausgehen, dann haben wir schon mal viel erreicht und den Rest kriegen wir auch noch irgendwie geregelt. Frau Weser, ich würde mal gerne eine Analogie zum Sport bringen. Brauchen wir mehr Förderung des Spitzensports oder des Breitensports? Brauchen wir mehr Leuchttürme oder muss das Geld mehr in die Fläche? Naja, ich würde mal sagen, beides, aber gezielt. Ich möchte gerade noch ergänzen, Herr Burkhardt hat ja gerade gesagt, es muss sich ergänzen und das möchte ich nochmal ausdrücklich unterschreiben, weil es dürfen keine Parallelstrukturen aufgebaut werden. Ich glaube, das wäre für den Organisationsprozess eher destruktiv, wenn mehrere Parallelstrukturen ein Projekt vorantreiben wollen, das kann nicht gut gehen. Und da sehe ich halt auch jetzt einen sehr starken Auftrag an die KTS, eben diese Organisation, dieses Management, die verschiedenen Player da zusammenzubekommen, zu übernehmen. Weil sonst verzettelt man sich auch wieder und man arbeitet nicht zielgerichtet. Und jetzt, was die Förderung, die Frage nach der Förderung nochmal angeht, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man Spitzensport betreibt. Man darf aber auch die Vereine vor Ort nicht vergessen, wo Jugend gefördert wird, wo Nachwuchstalente gefördert werden. Und ich glaube, man muss halt einfach nur schauen, dass es ja zielgerichtet und nicht irgendwie so nach einem Gießkannenprinzip betrieben wird. Aber da nochmal, also ich sehe schon, es muss eine koordinierende Funktion, einen koordinierenden Punkt geben, weil sonst zerfasert das ganze System und dann kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter. Dann stehen wir in 10 Jahren hier wieder und fragen uns, warum hat das denn jetzt nicht funktioniert. Wie sehen Sie das dann, dass die aktuelle Ampelregierung Smart City Förderung oder Förderprojekte in 4 unterschiedlichen Bundesministerien organisiert? Ist das nicht so ein Stück weit ein Widerspruch? Ja, es wünschenswert wäre es natürlich, wenn es alles beim Bauministerium gewesen wäre. Ja, das mache ich jetzt auch keinen Hehl. Ich mache die Sache halt einfacher. Aber da sind wir genauso auch, was jetzt die Organisation der einzelnen Stellschrauben angeht oder der unterschiedlichen Ebenen. Wir leben nun mal in einem föderalen System und in einer Demokratie. Und wir haben eben auch keine Einparteienregierungen und da brauche ich, glaube ich, jetzt hier gar keine Diskurse zu halten. Am Ende des Tages möchte natürlich keiner Kompetenzen abgeben. Das ist Kommune, Land, Bund genau das Gleiche. Aber es muss eben dieser organisierende Faktor, diese leitende Hand da sein, die die Sachen dann auch gesund zusammenführt und dass halt nicht wirklich auch auf Bundesebene dann Parallelstrukturen entstehen. Ja, also ein klares Statement gegen Parallelstrukturen, Herr Horn. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch Steuerungsgremien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwischen den Bundesministerien, die genau da ein Stück weit entgegenwirken sollen.
Genau so ist das. Wir haben auch einen Steuerungskreis, weil uns natürlich auch aufgefallen ist, dass es nicht klug wäre, wenn vier Ministerien, wollen wir sagen, an den gleichen Schrauben drehen. Wir stimmen uns dazu ab. Aber ausdrücklich würde ich der Frau Ausschussvorsitzende zustimmen, wenn das Ganze noch etwas stärker in Richtung BMWSB rücken würde, wäre uns das gerade recht. Ich glaube, da haben wir... Das nehmen wir gerne als Arbeitsauftrag auch mit. Sehr gut. Sabine, nochmal ein bisschen auf dich gedacht oder nach Anhalt-Bitterfeld geschaut. Dieses Thema Digitalisierungsförderung, bleibt es für dich aus kommunaler Perspektive eigentlich immer ein Thema der Förderung? Oder wird es nicht irgendwann mal für euch auch so sein, dass ihr das Thema mehr in euren Haushalt integrieren könnt, dass ihr gar nicht mehr auf externe, sage ich mal, Gelder angewiesen seid und euch permanent irgendwo auf Förderwettbewerbe bewerben müsst? Ja, also ich denke, das Thema Fördermittel ist auf jeden Fall immer noch ein Thema. Also, dass wir die Eigenmittel im Haushalt haben müssen, ist selbstverständlich klar. Es ist aber vor allem auch die Frage nach der Kommunikation der Projekte. Also gerade, was vorhin schon angesprochen wird, dass ich meine Gremien dazu kriegen muss, hinter diesen Projekten zu stehen, dass ich meine Bürgerinnen und Bürger erreiche, dass ich gegebenenfalls die Wirtschaft erreiche, damit diese Projekte dann entsprechend auch mit Leben gefüllt werden und dann eben in der Nachnutzung auch lange aktiv bleiben und gewollt werden. Also ich, insofern ist es immer die Frage, was können wir selber beibringen? Wie befähigt sind meine Leute? Wie sehr haben die Lust auf die Themen und dann natürlich immer in Zeiten der unserer Haushalte gerade selbstverständlich die Förderung, ja. Ja. Würdest du sagen, es wird zu viel Analoges statt Digitales gefördert? Na, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ändert sich. Das ändert sich, also ich gerade, wenn ich so in Richtung Straßenbau gucke, was bei uns immer noch so ein riesengroßes Thema ist, dann ist da noch ganz viel Geld auf der Straße, so, aber ich glaube, da, wenn wir diese ganzen Themen Mobilität angucken und gerade wenn wir jetzt auch in dem Bereich, also wir gucken in Richtung Facility Management und wie kann ich mit, also so Verkehrssteuerung und ob das jetzt unseren Industriepark betrifft, also unseren Chemiepark oder eben auch ganz profan die Flächen und die Innenstädte, dann heißt das auf der einen Seite natürlich, dass wir zwar das eine auch haben, aber das andere dann eben gleich mitdenken. Ich gebe die Frage mal an Sie weiter. Herr Burkhardt, bleibt das Thema Smart City immer ein Zuschussgeschäft? Nein, wir wollen ja Effekte erreichen. Also wir machen ja nicht Smart City, weil es schön ist, sondern wir wollen ja Effekte erreichen, auch für den öffentlichen Haushalt. Das wird im ersten Schwung bei der Digitalisierung, über die Dividende brauchen wir jetzt aktuell noch nicht reden. Aber natürlich sollen Dinge effektiver werden für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Verwaltung an sich. Und da gibt es ja ganz einfache Dinge, die schon anfangen zu wirken, wenn man an Sensorik denken in den verschiedensten Bereichen, wenn man das Thema Verkehr denkt und viele andere Punkte. Glaube ich schon, dass es am Ende auch einen Nutzen haben wird, nicht nur im Gefühl, eine Stadt zu erleben, sondern am Ende auch im Portemonnaie der Stadt und am Ende auch dazu beiträgt, dass man Synergien findet, die man finden muss. Wir alle haben das Problem, dass wir eine Generation aus der Verwaltung herauswächst, die ganz schwierig wird nachzubesetzen, nicht nur bei der IT, sondern grundsätzlich. Und da kann das Thema Digitalisierung und Smart City, Smart Region schon ein Punkt sein, dass es uns da massiv unterstützt, Dinge aufzufangen, die normalerweise momentan Mitarbeiter machen. Ja, absolut. Sie haben es tatsächlich ein bisschen breiter gesehen. Das hat mir jetzt sehr gefallen, zu sagen, es geht eigentlich um die Zukunft der Kommune, Thema demografischer Wandel. Frau Weser, wir kommen auch langsam zum Ende unserer Runde, aber doch möchte ich nochmal an Sie gefragt richten, mit Blick auf den Koalitionsvertrag, Stufenplan. Wo werden wir stehen in 2,5 Jahren, wenn die Legislaturperiode zu Ende ist? Dann werden wir das, was momentan unter Smart City gelaufen ist, soweit evaluiert haben, dass wir klar definierte Ziele haben, wie wir weiter vorgehen wollen, was wir zusätzlich machen müssen und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, und werden uns darauf konzentrieren, das Thema sektorübergreifend oder das Wort ist gerade schon gefallen, wie wir es auch weiter streuen können und wie wir eine Vernetzung auf Bundesebene hinbekommen, dass wir wirklich flächendeckend dieses Projekt nutzen können. Und es wird idealerweise dann stark geführt durch eine KTS zum Beispiel, die dann auch nachverfolgt und trackt, wo Probleme sind und wie man eventuell dann auch da wieder gegenwirkt. Und man kann relativ schnell die Anfragen für Fördergelder machen, bestenfalls digital und so fort. Das wäre so mein Ziel. Ich muss immer hehre Ziele haben und dann schauen wir mal, wo wir in 2,5 Jahren stehen. Ne? Sehr gut, das nehmen wir auch so mit, sehr gerne. Dann reden wir 2 Jahre nochmal darüber.
Ich gucke auf die Uhr, wir kommen langsam zum Ende und wir haben ja die Runde mit der Frage gestartet, braucht es ein Update in der Smart City Förderung? Und ich möchte Sie alle einmal um ein kurzes Statement bitten, was Sie heute mitgenommen haben hier aus diesem Gespräch oder sei es aus Gespräch mit hier Vertretern auf der Messe, auf der Smart Country Convention. Daher gerne in der Reihenfolge, so wie Sie dastehen. Wo braucht es in Deutschland ein Update bei der Smart City Förderung? Frau Weser, Entschuldigung. Ja, also im Prinzip das, was ich gerade schon mal gesagt habe, weil wir müssen jetzt eine Evaluation machen, nicht so weitermachen, kein Gießkannenprinzip, sondern ganz gezielt an der Smart City Strategie weiterarbeiten. Okay. Dankeschön. Ja, für das Modellvorhaben Smart City gilt das Gleiche wie für alle Modellvorhaben und wie in der Politik insgesamt. Natürlich müssen Sie nach einer gewissen Zeit auch ein Update vornehmen. Sie müssen gucken, was von den Dingen, die Sie erreichen wollten, haben Sie erreicht und was nicht. Und wenn Sie es nicht erreicht haben, warum nicht? Und an dieser Schraube müssen Sie drehen, damit Sie es besser machen. Also ja, das beantworte ich, es braucht ein Update, das beantworte ich für das Modellvorhaben so, aber das ist der Politik oder Modellvorhaben inhärent. Nach einer gewissen Zeit muss man immer gucken, wo stehen wir, wo wollten wir hin, welche Wege können wir beibehalten, welche haben sich bewährt, welche müssen wir ändern. Und wenn der Zeitpunkt da ist, dass wir so viele valide Ergebnisse haben, dass man das einigermaßen seriös beantworten kann, dann wird dieses Update auch stattfinden. Dankeschön. Genau, auch aus kommunaler Perspektive natürlich zu schauen, wo sind Erfolge, wo sind eben so Zwischenergebnisse und wie kann ich die vor allem kommunizieren und wie kann ich die adaptierbar machen. Ich habe jetzt noch 3 Minuten, sehe ich. Ja, feel free. Natürlich nicht. Nein, ich glaube, dass das Thema Vernetzung sehr wichtig ist, dass das Sensibilisieren für das Thema kommunalpolitisch Entscheidenden am Ende klar machen, da geht es nicht um Rocket Science, sondern da geht es um Zukunft. Das ist ja am Ende entscheidend, ist ja zu 99% ehrenamtliche Politiker, ob sie den Weg gehen wollen oder nicht. Das heißt, es ist viel Aufklärung, ist da ein ganz großes Thema. Und wir werden ja in einem Jahr schon evaluieren müssen, weil wir dann fertig sind mit unserer Legislaturperiode. Und wir können, glaube ich, sagen, wir haben es zum Thema gemacht. Es ist ein Thema und wir müssen gucken, dass wir dann uns neu aufstellen in der Frage, wie gehen wir in Zukunft mit dem Thema um. Und da ist viel Aufklärung, Vernetzung und Ideensammlung ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine letzte Frage noch an Sie beiden hier vom Bund. Wie werden Bund und Länder in Zukunft verfahren, wenn sie sich stärker abstimmen wollen bei der Smart City Förderung? Der Bund kann ja weiter bei uns abschreiben und dann funktioniert es auch. Wäre jetzt ein bisschen platt gesagt. Nein, aber ich glaube, wir haben viele große Schritte gemeinsam gemacht. Wenn das eine oder andere nochmal angeschaut wird, insbesondere was die Kommunen tun müssen für die Mittel, für die Evaluation, dann sind wir auch schon mal einen großen Schritt weiter. Und wenn wir das tatsächlich bündeln, auch ein Stück weit über die Länder in die Kommunen geben, was ja auch sinnvoll ist am Ende, dann werden wir da in 2,5 Jahren ein gutes Fazit ziehen können. Jetzt lassen wir mal die Frage der Urheberschaft offen, weil das hier auch keinen interessiert. Hier interessiert tatsächlich, was den Kommunen hilft und ob das dann der Bund bezahlt oder die Länder oder sonst wer. Das wird die Kommunen auch nicht interessieren. Die wollen Lösungsangebote und wenn es geht, auch noch eine finanzielle Ausstattung dazu. Das müssen wir gemeinsam hinkriegen. Und da, wo wir uns sinnvoll ergänzen, da wollen wir das ausbauen und da, wo wir möglicherweise uns noch überschneiden, da müssen wir das abbauen. Und sollten wir irgendwelche weißen Flecken identifizieren, die weder der Bund noch die Länder im Blick haben, dann müssen wir uns da gemeinsam drauf bewegen. In der Hinsicht wäre ich auch für den ein oder anderen Zuruf dankbar, wenn es sowas gäbe. Frau Weser. Ja, ganz kurz noch, der Bund ist ja nicht weisungsbefugt. Ja? Das heißt, wir können jetzt nicht den Ländern oder den Kommunen sagen, wie sie es zu machen haben. Ich glaube aber schon ein gesundes Miteinander, in dem man sich einig ist, was man eigentlich erreichen will. Also eine gemeinsame Definition, die man dann an Förderprogramme koppelt, würde natürlich dazu führen, dass eben intensiv auch an einem Modell weitergearbeitet wird und eben nicht diese Verfransung entsteht, wäre mal zu bedenken. Wäre mal zu bedenken. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was für sich mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Eine ganze Menge. Ich muss sagen, es war sehr divers. Das freut uns natürlich, denn es ist auch ein wichtiges Thema. Und das betrifft uns letztendlich alle, denn wir alle wollen unsere Kommunen endlich digital haben. Von daher herzlichen Dank, dass Sie alle bei uns waren. Sandra Weser, Patrick Burkhardt, Sabine Griebsch und Dietmar Horn. Herzlichen Dank auch an Sie. Bis bald. Tschüss. Kommen Sie mir gerne mit. Ja.